Willkommen zurück bei Satisfactory. Ich habe jetzt mal eben vier versteckte Platten hergemacht, weil wir da vorne ja jetzt definitiv den Draht auch nochmal extra produzieren wollen. Ich meine, ich weiß nicht, ob das jetzt unbedingt nötig tut, weil Kabel produzieren wir ja schon, aber ich glaube, es gibt auch Bauprojekte, wo man Draht so extra braucht. Dann wäre das vielleicht gar nicht schlecht, wenn wir den auch extra produzieren. Dann brauchen wir von den Kabeln nichts abzwacken. Dafür müssen wir aber, glaube ich, erstmal, ja, wir müssen noch einen Generator bauen. Das nützt alles nichts. Kriegen wir da noch einen ran? Ja, ne? Ja, das müsste gehen. Den zimmern wir den hier einmal kurz hin. Sonst haben wir nämlich gleich ein... Hätte ich auch gleich Biomasse mitnehmen können. Stromproblem. So, zimmer ran das Teil. Jo, okay. Ich sag ja, was man nicht im Kopf hat, hat man in den Bäumen. Ich hole mal kurz eben nochmal schnell zu einer Biomasse. Und den machen wir nämlich weiter. Da wir ja wissen von der Kabelproduktion, dass die deswegen auf vier Platten Breite nur 15 Barren brauchen, machen wir das gleich zweimal. Danke. Denn produzieren wir halt die doppelte Menge Kabel. So sollte es eigentlich sein, wenn ich mich da jetzt nicht täusche. Waren es mal nicht 15, oder? Das können wir ja gleich nachgucken. Machen wir zwei Konstruktoren, lassen in beiden mit jeweils 15 Barren Drähte machen und dann sollten wir da auf jeden Fall jede Menge auf Vorrat haben. Sehr, sehr schön, sehr, sehr schön. So, den Zimmer rein, das Ding. Zack, dann sollten wir jetzt definitiv einen Stromüberschuss haben, oder? Jojo, jetzt sind wir insgesamt auf Kapazität 60. Sollten eigentlich 90 haben. Ziemlich voll, wenn hier laufen drei Stück. Oder ist der nicht richtig angeklemmt? Doch, sind alle drei angeklemmt. Jetzt zeige ich den 90 an. Okay, kam nicht ganz hinterher mit dem Umschlag. Wollte gerade sagen. Nee, der Lüfter, den Lüfter, das ist sehr, sehr schön. Wir werden natürlich hier von den Erzen abzwacken. Mal kurz gucken. Der brauchte nämlich für Draht genau 15 Kupferbarren. Das heißt, wir können das zweimal machen. Jo. Dass am Ende quasi wieder 60 in einen Container laufen. Dazu müssen wir hier aber allerdings erstmal ein kleines bisschen mehr Bauplatz schaffen. Oh, das kriegen wir schon hin. Das sollte ja jetzt nicht so das Problem sein. Auch wenn wir jetzt hier ziemlich in der Luft sind, finde ich jetzt persönlich nicht so tragisch. Wie gesagt, das kann man sich, glaube ich, später alles noch schön zurechtbauen. Nee, was tust du dort? Da nicht hin. So, hier hin. Da war die Maus wieder schneller als die Augen. Da noch einmal hin, da noch einmal hin. Ich glaube, das sollte hier auch reichen. Bin mir nicht ganz sicher, sonst können wir ja notfalls immer noch anbauen. Ich mag es heute nicht, wenn es zu beengt ist. Sehr schön. Auf jeden Fall müsste wir von dem Erz nochmal abzwacken. Das heißt, wir müssten hier nochmal eine Smide hinstellen. Also eine Schmelze. Ich glaube, Schmelze heißt das Ding hier, ne? Ja, Schmelzofen. Ist eine Schmiede. So, jetzt mal kurz gucken. Ich will das nicht zu dicht dran haben. Ungefähr mittig von der Plattform hier. Was wäre hier, ne? Ah, vielleicht ein bisschen zu weit. Wir stellen das so hin. Jo. Ich will halt nicht zu dicht daran kommen. Am Ende soll ja wieder ein Container hin. Das heißt, ich muss jetzt einmal, ob uns das nur gefällt oder nicht, das hier wegnehmen. Hier muss denn ein guter Splitter hin. Ein umgedrehtes Snüffelstück. Das haben wir... Logistik, ne? Jo. So, jo, das müsste passen, oder? Ah, ich bin mir da... Ist das die richtige Hilfslinie? Ich glaube, ja, ne? Wenn müsste der denn definitiv so passen, natürlich nicht. Hier wieder ran. Oh, hä? Gott so. So, ich meine, das sieht jetzt nicht wunderschön aus, aber die Erze sollten jetzt von hier wieder in die Smide gehen. So, das hier ist gesplittet, wenn kriegt er nur noch 30. Klar, aber er braucht ja auch nur 30. Sollte also wieder funktionieren. Und wir können von hier nämlich jetzt absplitten. Das wären dann auch 30. In denen rein. Dass der auch seine 30 kriegt.
Der schmilzt dann definitiv aus an den Kupferbarren. Wunderbar. Braucht natürlich Estrom, da kümmern wir uns gleich drum. Und von hier aus müssten wir wieder zwei Konstruktoren aufbauen, die zweimal jeweils Kupfer machen. Das sollte gehen. Deswegen die versteckte Plotte. Mal gucken, wie wir es am besten hinstellen. Das müsste doch passen. Und ich glaube, wenn ich die beiden zu dicht nebeneinander stelle. Aber mal gucken, ob das geht. Bin ich mir noch nicht so sicher. Wir müssten hier dann ja wieder ein Split dazwischen. Der wieder auf Beute verteilt. Natürlich andersrum. So. Der Splitter, wenn es geht, gleich mit dem hier. Wieso? Es fehlt mir ein Korbel. Tut das in der Hut? Na gut, Korbel stellen wir aber her. Die stellen wir mittlerweile echt. Jojo, hier, geben wir her die 58. Und Träumchen. So, nochmal. Splitter. Zock. Ein bisschen dichter ran, wenn es geht. Zack. Den konnte der hier nämlich doch gleich reinliefern. Da kommen wir den 30 Barren raus. Wenn es richtig angeschlossen ist. Den kriegt der hier nämlich 15. Oh, das wird ja jetzt auch wieder gesplittet, 30. Der 15. So, und der braucht nämlich auch nur 15, ne? Ejo. Der braucht auch nur 15. Sehr schön. Ich stelle mir nämlich zweimal Draht her. Und das soll am Ende auch nicht nur in einen Container laufen. Wir können es natürlich auf zwei machen. Wir könnten rein theoretisch übereinander stellen. Einen unten, einen oben. Aber ganz ehrlich, solche Massen brauchen wir aktuell nur auch nicht. So, hier ist schon gut. Aber ja, so müsste er richtig stehen. Oder? Jo. Allerdings müsste hier ja auch nochmal ein Snüffelstück zwischen. Damit wir beide Maschinchen. Und steht das Ding überhaupt. Bist du besoffen oder was? Der sieht ja wohl sowas von schief. Moment. Ungefähr die Mitte brauche ich. Die Mitte müsste hier die, das Ding sein. So müsste die Mitte sein. Oder? Jo, also hier steht er mittig und steht hier auch ordentlich. Jep, sehr schön. So, jetzt das Snuffstück. Was haben wir bei Logistik? Wo ist er doch, der gute Fusi? Der steht so nicht richtig, der müsste... Der Ausgang müsste nach vorne, jo. Der müsste dann, glaube ich, mit dem stehen. Zack. Den können wir nämlich jetzt von dem da hier reinsemmeln. Da kommen die ersten 30. Da kommen die zweiten 30. Die gehen in hier rein. Genau. Und dann kommen hier nämlich 60 raus. Ab in den Container. So sollte es funktionieren. Alles richtig eingestellt. Kupfer. Kupfer, jo. Und da auch die Barren. Hier auch die Barren. Jetzt müssen wir das Ganze nur noch mit Strom versorgen. Kommen wir da noch ran? Jo. So ist wir stillen einmal. Ja, so passt das aber auch mit der Plattform. Und hierhin ungefähr. So, den würde ich fast sagen noch einen hierhin. Den können wir die gute Schmiede nämlich hier umklemmen. Und die beiden Gerätschaften den mit dem hier. Den sollte das funktionieren. Den haben wir nämlich auch unsere Drahtproduktion optimiert. Er dürfte 30 kriegen und 30 verbrauchen. Genau wie der andere jetzt 30 kriegen dürfte. Das müsste funktionieren. Somit ist das Ding aktuell voll ausgelastet. Die Dinger dürften auch alle auf 100% arbeiten. Und wir kriegen unser Draht, wo jeder natürlich wieder 60 durchgeht, ne? Jo. Und Träumchen. Okay. Kupfer hätten wir erstmal so gut wie es geht. Drähte und Kabel optimiert. Ein Träumchen. Eisen und ja, Kalkstein ist noch nicht optimiert, das weiß ich.
Das kommt alles noch. Was haben wir jetzt für einen Stromverbrauch? Von 67, das passt. Können wir mal gucken. Hier machen wir Platten. Der braucht 30 Platten die Minute, also 30 Barren pro Minute. Die kriegt er auch, ne? Jo. Der kriegt auch, glaube ich, genug Erz, oder? Jo, er arbeitet zumindest zu 100%. Das Ding macht ja sowieso nur 30, ne? Jo. Also hier können wir nichts mehr besser machen aktuell. Und hier... Der fordert auch nur 30. Der verarbeitet denn die 30. Jo. Und das verteilen wir dann halt auf zwei Konstruktoren. Der braucht 15 und der andere, glaube ich, 10. Hier haben wir, glaube ich, 5 Überschuss, ne? Jo. Weil... Der macht sie nach aus 15, dann brauchst du Rohre, aber hier war das Problem, dass er dann nur 10 braucht. Ne, ey, den können wir vielleicht später mit Energiezellen ein Stückchen hochpushen, damit hier kein Überschuss mehr entsteht. Fakt ist, Srauben haben wir. Wir nehmen jetzt mal die 400 hier mit. Die Rohre sammeln sich auch an, sehr schön. Platten sammeln sich an, dafür brauchen wir 100. Und wir nehmen jetzt auch mal die 200 mit, die Platten drauf. Was ist denn nicht? Und den kümmern mich jetzt die Forschung da vorantreuen. Das ist doch so massiv. Und Kalkstein muss ich halt mal gucken. Wir haben halt das Problem, eine Kalkstein ist ein unreines. Das fördert gerade mal 30. Deswegen haben wir das ja zusammengewechselt. Der andere macht 60. Dadurch hat aber trotzdem, weil das halb splittet, eine zu wenig. Wenn die Mini-Tusche. Da gucken wir gleich mal. Auf jeden Fall. Platten rein, Schrauben rein. So, bevor ich den Guten jetzt hier abschicke, was forschen wir hier eigentlich? Feldforschung. Und das noch? Oh, der gute Mann. Und die gute Map. Zweite Handausrüstung, sehr schön. Inventarplätze sind immer gut. Objektscanner muss ich mal gucken. Glaube ich, für Schnecken und so. Jojo, das passt alles. Signalisator. Entfernung ausstehen. Okay, das Ding wird also noch entfernt aus dem Spiel. Nee, den können wir erstmal noch sick up. Sehr schön. Milestone reached. The molecular analysis machine, referred to as the MAM, will allow R&D to provide new technologies, items and buildings based on samples collected in the field. So. To ensure a greater chance of success during exploration, an upgraded tool belt has been provided, as well as an object scanner and beacons. Zweite Hand ist schon mal gut, den kann man jetzt, glaube ich, ja mit dem Mausrad so durchwechseln. Scanner requires calibration via the MAM to enable detection of specific objects. Ist ja gut, mein Freund. Jetzt will ich noch kurz was gucken. Wir haben hier ja noch die Teilmontage. Karte wurde freigeschaltet. Jo, danke. Und hier kommen mich schon die neuen Sachen dazu, die wir definitiv alle brauchen werden. Mit Fabrikator und so Kram. Sprungflächen. Ja, nettes Spielzeug, aber brauchen wir die wirklich? Ich glaube nicht, ne? Und hier ist der schöne Shop. Den will ich auf jeden Fall haben. Definitiv. Allein schon für die extra Wände und so. Und hier haben wir halt die MK2-Bänder, die 120 Ressourcen transportieren können in der Minute. Ob wir brauchen wir später auf jeden Fall. Brauchen wir die jetzt unbedingt sofort? Ich tendiere zwischen Shop und das. Weil das brauchen wir sowieso. Die Frage ist nur, was brauchen wir, um die Dinger zu bauen? Für Scheine schon die Sachen hier, ne? Ich glaube, wir würden erst das forschen. Moinstein auswählen. Man kann ich jetzt eh noch nicht machen, weil der Frachter gerade unterwegs ist. Ah, Bier, der kommt ja gleich wieder in. Schön da, oder? Ach da. 1:19. Jetzt will ich mich nur mal ganz kurz vor unserem Betonproduktion gucken, weil ich glaube, die ist auch noch nicht so optimal. Das ist ein 60er. Der liefert 60 pro Minute. Und der andere war, glaube ich, 30. Das sieht man ja schon am Fließband. Hat der... Oh, der fällt gleich aus hier. Wollen wir noch Biotreibstoff 1 denken? Gut. Die 36 für unsere Kettensäge, ne? Hau erstmal rein. Hauptsache, der orbitet weiter. Der macht 30, ja. Ich glaube nämlich nicht, dass das Ding optimal arbeitet, ehrlich gesagt. Aber da machen wir jetzt mal kurz Lugi-Lugi. Und wir haben es ja aufgeteilt. Wurde mal... Das hier ist der 60er, ne? Der geht in diesen Container. Ja. Der kriegt hier zwar 60 rein. Die brauchen 45 die Minute, ne? Da
Dadurch, dass wir sowas splitten, kriegt er hier natürlich nur noch 30. Die anderen gehen darüber. Das ist der 30er plus 30. Jetzt hat der 60 und der nur noch 30. Sieht man auch, der läuft nur zu 83%. Es ist halt nicht optimiert. Also rein theoretisch ist das hier, was wir hier aufgebaut haben, totaler Blödsinn. Wir können den erstmal auf 30 laufen lassen, dann hat der Wartezeiten. Aber dafür läuft der hier voll. Und den können wir dann später optimieren mit einer Energiezelle oder so, ein bisschen hochpushen. Eigentlich ist das hier Blödsinn. Optimal ist das Ganze hier noch nicht. Aber immerhin hat sich schon mal ein bisschen Beton angesammelt. Das ist doch auch schon mal was. Ist das normal, dass aus der Entfernung die FPS so hinterhergerutscht? Das sah ja gerade aus. Wie der runterkam. Wie ich da oben an die Schnecke kommen soll mit dem ganzen Gift, das weiß ich auch noch nicht. Na gut, das kriegen wir schnell. So, auf jeden Fall haben wir, glaube ich, alles. Müssen wir mal kurz beim Fabrikator gucken, was wir automatisieren können, aktuell gemacht, oder? Oh, Biomasse sammelt sich zumindest gut an. Gehen wir mal her in den Fabrikator. Nur mal gucken. Rezept. Das machen wir automatisch, das machen wir automatisch, das machen wir automatisch. Biomasse machen wir automatisch. Alles klar, das Thema wäre erstmal erledigt. Das heißt, wir müssen jetzt erstmal das hier fertig machen, damit wir weiterkommen. 200 Kabel, 200 Rohre, 500 Schrauben, 300 Platten. Das Schöne ist, es läuft alles automatisch. Dann holen wir uns mal die Sachen, ne? Das können wir gleich weiter forschen hier. Dort hätten wir ihn mischen. Ah, ist das ein Träumchen. So, das hier sind die Rohre, ne? Das sind die Schrauben. Wir brauchen 500 Stück, den nehmen wir mit. Dort sind die Eisenstangen, dann nehmen wir auch mal 200 mit. Donkey. Die Plotten brauchen wir auch 300. Hier den Teil, den Eimer. Danke. Und dann brauchen wir eigentlich noch 200 Kabel. Die produzieren wir ja auch mittlerweile. Ich meine, das sieht ja aktuell nicht schön aus. Kommt alles noch. Die gute Korbelage. Ich wollte gerade sagen, warum findet er? Die Barren. Jo, Kabels brauchen wir 200. Den geh fair. Dann können wir die Forschung mich gleich wieder mit abgeben. Und dann haben wir nämlich die nächsten Sachen, wo wir uns drum kümmern können. Sehr schön, sehr schön. Kommen doch eigentlich gut voran. Ich meine, ich weiß, es gibt durchaus Leute, die rennen hier in einem Mods-Tempo durch, die wissen aber auch, wie was funktioniert, welche Maschine was macht, die kennen jedes Rezept auswendig, die wissen jede Geschwindigkeit. Die bauen ja ruckzuck alles eine riesen Fabrik auf. Ich selber muss mich ja auch erstmal reinfummeln. Außerdem spiele ich lieber gemütlicher. Macht mehr Spaß. So, die 200... Die 200 Rohre, die 500 Schraubchen und die 300 Platten. Sehr schön. Können wir den mir auch gleich abschicken? Ein Träumchen. Milestone reached. More complex assembly of parts can now be automated. Project assembly parts can now be constructed and sent up via the space elevator. Note, project parts are too complex to produce by hand. Und wie wir sehen, haben wir hier schon Kupferblech dazu gekriegt, modulare Rahmen und Rotoren, was wir so oder so alles brauchen. Jetzt will ich nochmal kurz was gucken. Als nächstes würde mich das interessieren. Der Shop ist schon cool. Den könnten wir zwar machen, jetzt kümmern wir uns aber erstmal um die Sachen, die wir gerade neu gekriegt haben. Damit wir das schon mal auf Vorrat produzieren. Damit wir es später einfacher haben mit dem... Achso, das ist für Biotreibstoff. Ich wollte zum Konstruktor. Wild rumlief, der braucht nämlich noch gut Ressourcen. So, das haben wir automatisch. Kupferblech müssen wir gleich mal googeln. Das lüft automatisch Beton. Können wir den modularen Rahmen? Ah, dafür brauchen wir den neuen, ne? Den wir gerade gekriegt haben. Warte mal. Ja. Oh. Da machen wir bestimmt auch die Rotoren, ne? Gut. Dann kümmern wir uns erstmal um die Kupferbleche, wa? Was würde der Kupferblech denn brauchen? Nur mal so aus Interesse. Auf was ist denn hier eingestellt? Biomasse Holz, stell mir sofort wieder ein. Ich will nur gucken. Der bräuchte 20 Kupferbarren pro Minute. Also fast, nicht ganz, aber fast eine Schmiede für sich alleine. Gut,
Das wird schwierig, weil wir aktuell nichts überhaben. Das da oben läuft gerade so, wie das soll, perfekt. Da können wir nichts mehr abzwacken. Das heißt für uns, erstmal wieder hier auf Biomasse Holz einstellen. Wir müssen erstmal einen Kupfervorkommen finden. Ich meine, Kupfervorkommen gibt es ja garantiert mehr. Warte mal. Nein! Du solltest jetzt noch nicht gehen, Mensch. Das Eisen, ja, das weiß ich. Gut, hier haben wir eins stecken. Ich will nur wissen, ob ich genug von meiner eins stecken habe. Jo. Denn darfst du jetzt nach Kupfer scannen, mein Freund. Genau. Wo haben wir noch Kupfer? Ah, ist das Eisen oder Kupfer? Das ist eine gute Frage. Das ist alles Kupfer, ne? Das würde ich ja gerne da oben mit hin haben, ehrlich gesagt. Das ist jetzt so eine Korte, die wir jetzt freigeschuldet haben. Kupfer, Kupfer. Das ist das Kupfer, ja, besetzt. Das haben wir ja schon angezapft. Ansonsten nur noch da unten. Das heißt, ich muss irgendwie hier Leitung rüberkriegen, am besten weit oben. Wir waren in diese Richtung. Okay, das wird jetzt nicht so einfach. Wir müssen schon kilometerweit das Fließband legen. Aber wir gucken doch erstmal. Das ist 297. Wir gehen zum 297er. Den machen wir jetzt eben einen kleinen Ausflug. Muss auch sein. Das müssen wir überhaupt definitiv doch irgendwie anzapfen, ne? Ich hoffe nur, dass das nicht in irgendeinem giftigen Gebiet ist. Das wäre doof. Irgendwo hier vorne? Unten? Oben? Unten, da ist es doch. Wo ist denn das für ein Kupfer? Ist gar nicht so weit weg von uns, ne? Wenn ich mal so auf die Karte gucke. Mö. Unser Hub steht direkt hier hinterm Berg. Gucken, vielleicht kriege ich es irgendwie über den Berg gelegt. Wir haben hier normales Kupfer jetzt. Das ist schön, das ist schön. Das ist sehr schön. Das heißt, wir klatschen hier jetzt erstmal Moiner hin. Das heißt, wir können hier gleich 60 abzacken. Breaking news from Earth. Widespread chaos and mayhem. Ja, oh, ja, ja. The president urges all citizens to do their part and harvest alien artifacts. So. Ich versuche den Jungen, unser Hablich hier hinterm Berg, den so hinzustellen, dass es über den Berg rüberkriegt, damit wir nicht allzu weite Wege haben. Auch wenn es wahrscheinlich nicht schön wird. Den probieren wir jetzt mal, damit wir das nach oben kriegen. Genau, den Förderlift. Ich finde die Förderlift eigentlich ganz cool. Unten rein, oben wird es dann rauskommen und wir können die Höhe einstellen. Am besten so hoch wie möglich, wo? Damit wir das gleich hier weiter gezapft kriegen. Jetzt muss ich nur mal gucken. Ja, ich weiß, das wird jetzt nicht sehr schön mit dem Fließband, aber um das schön bauen kümmern wir uns später. Im Moment ist wichtig, dass wir überhaupt erstmal die Materialien kriegen. So, ist das ungefähr gerade? Ja, nicht ganz, ne? Aber ungefähr. Ist ja gut. Also entweder steht das Ding da oben oder da oben. Wo ist mich unsere Heimat? Na, mein Freund, fang nicht wieder an zu nerven. Zwei Freunde sogar. Ich will das ungefähr gerade haben. Ist das gerade? Ah, ungefähr, ne? So, ich muss jetzt mal gucken. Das muss irgendwie rüber mit zum Kupfer. Ich möchte den ganzen Kupfergedöns eigentlich auf einen Haufen gerne haben. Ah, ist ungefähr gerade. Das wird ein langer, langer Weg. Lass uns mal hier kurz gucken. Da ist unser Hop. Kupfer ist ja hinten. Das heißt, ich müsste es irgendwie hier oben rüberziehen. Ich kann gar nicht diese Höhe halten, um da hinten hinzukommen. Das wird ein sehr, sehr langer Weg. Ich glaube, dafür reichen die Ressourcen gar nicht. Guck mal, ich müsste mich jetzt schon auf diese Höhe, um das einigermaßen gerade zu halten, was da unten gar nicht mehr möglich ist. Da ist unser Hub, da hinten ist der Kupfer. Kommen wir da ran? Jo.
Ungenügend Materialien, da geht's los. Wir haben keine Rohre mehr. Okay. Da müssen wir, glaube ich, weitermachen. Naja, wir müssen das Ding ja eh noch anschließen. So ist es nicht. Rohre haben wir auch. Alles kein Problem. Ich glaube, Platten mangelt's auch, ne? Wir haben 75 Platten. Ich hole mal Platten und Rohre und den ziehen wir das Fließband weiter. Wir müssen noch irgendwie rankommen. Da sind wir wieder am Start am Fließband mit Platten und Rohren, damit wir hier, glaube ich, weiterkommen. Ich weiß immer noch nicht so genau, wie ich hier jetzt dahin kommen soll. Ich werde sowieso gleich runtergehen müssen mit dem Fließband. Weil ich müsste auf diese Höhe, damit es gerade läuft. Allerdings ist das hier gar nicht mehr möglich. So hoch kriegen wir das nicht. Einmal hier lang. Es ist auch nicht gerade schön. Das wird ja so ein Zickzack-Fließband, was man eigentlich gar nicht zusagt. Haben da aber aktuell gar keine andere Wahl. So, so hoch wie es geht. Komm, höher geht schon gar nicht mehr. So, aber trotzdem, damit mir das Fließband nicht im Weg ist, müsste ich rein theoretisch entweder da vorbei, obwohl ich noch da noch ausbauen will, wäre es schlecht. Wir müssen hier vorbei, hier hinter, über Kreuz, über das andere Kupfervorkommen. Schön wieder nicht. Aber es nützt ja alles nichts. So, dann gehen wir, würde ich sagen, hier an der Seite vorbei. Anders wird das nichts. Höher kommen wir nicht mehr. Ich weiß, es gibt später noch, die müssen wir aber erstmal freiforschen, Ständer, die du übereinander stapeln kannst. Damit werden wir später auch arbeiten, damit hier alles schön und gerade und ordentlich wird. Im Moment müssen wir dann nehmen, was wir haben. So, warte mal. So werden wir zwar gerade, aber ich will das ein bisschen höher haben. Ist nicht gerade schön, weiß ich. Eine Fließband-Achterbahnfahrt. Wie weit kommen wir? Haben wir das Interesse? Bis hier. Okay. Ah, so wäre es zwar gerade, so ist aber zu flach. Ich will höher. Ich will definitiv höher. Jo. Das müssen wir definitiv später ordentlich machen. Das ist ja furchtbar. So, hier müssen wir nämlich vorbei. Aber da kommen wir nicht. So hoch wie es geht. Schön ist definitiv was anderes. Wir haben im Moment aber gar keine andere Wahl. Abgesehen davon. So, wir müssen hier nämlich rüber. Damit wir hier vorbeikommen. Und deswegen diese Höhe. Damit wir hier nicht in die Quere kommen. Ist sehr schön. Und von hier müssen wir den definitiv hier rüber. Hier, warte mal. Ich glaube, jetzt können wir aber auch gerade gehen, ne? Ja, ja, das sollte so eigentlich hoch genug sein. So, erstmal bis dahin. Das ist schon okay. Wir müssen das ja jetzt erstmal hier bauen. Weil hier können wir definitiv nichts mehr abzwangen. Definitiv nicht. Also wir müssen hier neben jetzt nochmal die ganze Kupferproduktion aufbauen. Für diese Metallsheets oder Metallplatten. Wie sie da heißen. Mit dem, was da denn gleich kommt. Gut, ich glaube, ich werde das Ganze schon mal anschließen. Damit er schon mal anfangen kann, Kupfer zu produzieren. Da muss ich jetzt nur mal kurz gucken, wie wir am besten hier überhaupt vorankommen. Mit dem Strom meine ich. Bis jetzt haben wir drei getrennte Stromkreise. Ich will ja später, dass alles zusammenläuft. Wenn ich den jetzt hier mit anschließe, und die müsste ich eigentlich mal verbinden, weil wir wollen ja später die Kohlekraftwerke nutzen. Und die sollen schon alles versorgen. Und das ist natürlich blöd, wenn wir jetzt alles getrennt haben. So müsste zumindest das jetzt verbunden sein, oder? Müsste ich mal gucken. So können wir notfalls, wenn wir zu wenig Strom haben, den auch noch dazu schalten. Insgesamt 90? Nein, das müssen eigentlich 110 sein. Ja, jetzt hat es auch umgesprungen. Sehr schön.
Und bei Bedarf können wir den da mit ranklemmen. Denn da hinten können wir hier rein theoretisch auch mit ranklemmen. Es ist natürlich doof, unsere Biogeneratoren stehen überall verteilt. Aber den lassen wir erstmal extra. Den machen wir später dann wieder, wenn es alles ordentlich hier optimiert ist. Und zumindest haben wir die und den schon mal verbunden. Jetzt will ich aber auch an den hier. Haben wir genug Kabel? Da bin ich mir nicht so sicher. Beton haben wir wie viel einstecken? Wir brauchen, glaube ich, Draht. Da haben wir definitiv nicht genug. Wir brauchen ein bisschen Beton. Da haben wir noch 140. Und Kabel ist auch noch ein bisschen. Ich will den Miner, den wir jetzt angeschlossen haben, schon mal anschließen, dass er schon mal arbeiten kann, damit das Achterbahnfließband hier voll läuft. Damit wir zumindest schon mal Kupfer drauf liegen haben. Dann bauen wir die ganze Maschinerie auf. Damit wir diese Kupfersheets auch automatisch herstellen können. Schrauben brauche ich jetzt nicht. Nee, was wollte ich denn? Kabel und Beton, nee. Wo Kabel? Beton sollten wir eigentlich genug haben. So teuer sind die Dinger jetzt auch nicht. Kann man ja nachgucken. Was brauchen wir? Normale Stromleitung brauchen nur Kabels, ja, und die brauchen Draht brauchen wir. Kabels und Draht, okay. Hier nehmen wir mit die Kabels. Und Draht kann es auch ein bisschen mitnehmen, sammelt sich auch sehr schön an. Wunderbar. Gut. Es ist 10 Kilometer Fließbandstrecke, aber solange sie ankommt, sieht doch nicht gerade schön. Obwohl ich Fließbänder an sich sehr gerne habe, aber so kreuz und quer, achterbahnmäßig durch die Landschaft, ich hätte sie schon gerne gerade. Aber das kommt schon auf. Wir schließen das ganze Stückchen jetzt an. Wir nehmen von wo mit? Das ist eine gute Frage. Warte mal. Hier ist alles voll belegt, ne? Jo. Das ist natürlich blöd, wenn wir später noch weitere anschließen wollen, ne? Haben wir hier irgendwo zufällig, haben wir die da alle direkt rangeklemmt? Echt? Haben wir, ne? Okay, warte mal. Diese Maschinerie, die steht doch sowieso gerade still. So, wenn wir von hier nämlich noch einen hinstellen. Sehr schön. Und von da, wir müssen ja in die Richtung nachher, hier so weiterziehen mit dem Strom. Und dann konnte ich mich an den... Boah, Timor. Der braucht ja wieder Soft. Der hat Saft. Wo hatten wir den denn dran? Und den da. So, die sollten alle wieder Strom haben, den lüftert. Oh, der hat Soft, der hat Soft, der hat Saft. Gut. Im Moment wird ja eh nichts produziert, weil wir keinen Biogedöns mehr drin haben. So, ich würde zwar am liebsten mit dem Kabel über den Berg, aber ich glaube, da kommen wir so nicht mehr hin. Ich meine, wir können es probieren. Das Ding muss auf jeden Fall angeschlossen werden. Oder? So, lass mal hin hier. Kommen wir bis hier? Jo. Von hier müssten wir den Rohren theoretisch da weiter. Da kommen wir so nicht rauf, ne? Glaube ich nicht. Warte mal. Ich will ja nur Strecke sparen. Kriege ich den darauf gestellt? Ja, ne? So, dann müssen wir doch von der anderen Säule rankommen. Genau. Warum nicht gleich so? Jo, den geben wir her hier. Danke. Da ist doch schon der Miner. Sehr schön. Gut, den stell den Räumer hier hin. Ich weiß, so viele Strommessen brauchen wir nicht, aber sieht cool aus. Anschließen. So, das gute Stück sollte jetzt arbeiten. Yep, und der sollte 60 pro Minute rausführen. Sehr gut. Kommen wir da ran an die Kugel? Die gehen mir auf die Nerven. Und der sollte jetzt ordentlich das hier hochliefern lassen und oben rauf, ne? Jo, macht er auch. Sehr schön. Und das mit 60 pro Minute, ne? Yep. Ich glaub, hier kommen wir so nicht hoch, oder? Ich weiß
weiß, wir können uns jetzt mit Platten hochbauen. Was ich eigentlich vermeiden wollte. Aber ich glaube, ich hab da keine andere Wahl. Ja, jo, so wird es nichts, okay. Moment, Moment. Wir bauen uns hier jetzt auch einmal kurz. Das müsste eigentlich einigermaßen machbar sein, wenn wir so ein Stecken haben. Mit Rampenhof würde ich sagen. So. So, reicht das nicht schon, hier mit hochzukommen? Ja. Geht doch. Die Kugel war nämlich hier, ne? Harvest. In Arbeit. Ein Summer's Loop. Oder Summer's Loop, besser gesagt. Ich habe keine Ahnung, wofür die Dinger gut sind. Da steht immer Arbeit hinter. Ich vermute mal, die haben noch keinen Zweck. Da ist ein Stinkbaum. Okay. Wollen wir das Ding lüften? Lass mich mal runter hier. Sehr schön. Der dürfte denn auf jeden Fall, jetzt komme ich da nicht mehr hoch, der weiß, die Erze rüberbringen. Na, du nervst immer noch. Und wieder. Genau, mach einen Abflug. Der steht hier perfekt im Baum. Den müssen wir drüben, da muss ich jetzt nur überlegen. Wir brauchen ja definitiv erstmal Barren. Da 60 ankommen, könnten wir rein theoretisch 2 Schmieden mit versorgen. Weil die Schmiede immer 30 braucht. Aber ob wir 2 Schmieden brauchen, da müssen wir mal ein bisschen gucken. Das versuchen wir natürlich wieder so gut wie möglich hinzukriegen. Ich schmeiß jetzt erstmal die paar Blätter hier. Du kannst auch mal mitkommen. Damit wir mal wieder ein bisschen Biomasse brauchen. Machen. Hier in die Botanik. Sehr schön. Und das sind ja eh nicht viele, aber besser als nichts. Gut, Strom haben wir auf jeden Fall, wie es aussieht. Stromnetz Lüft, das hier hängt ja mittlerweile zusammen. 110 haben wir, 84 verbrauchen wir. Das da hinten ist ja noch extra. Was übrigens sehe ich gerade, was gefallen ist. Das ist natürlich nicht so schön. Moment. Auch wenn das Ganze noch nicht optimiert ist, wir brauchen trotzdem Beton. Das muss weiterlaufen. Deswegen möchte ich gerne alles an einem Netz haben. Und die Dinger später auch alle auf einen Haufen, hier die Generatoren. Damit wir später über Kohlekraftwerke machen können, dann haben wir es besser im Blick. Ist der damit verbunden hier, ne? Jo. So, hau rin die Biomasse, mein Freund. Wo haben wir sie jetzt? Da. Wieso habe ich normale Biomasse einstecken? Okay, ich muss mal so Inventar sortieren. Aber wir sind für heute auch am Ende. Ich weiß, wir haben jetzt nicht allzu viel geschafft heute, aber immerhin haben wir die Forschung ein bisschen weiter vorangebracht. Und morgen geht es dann definitiv los mit den Kupfersheets und so. Wir haben das Kupfer ja jetzt. Doch, da können wir den sofort alles hinbauxeln. Und anschließend, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis morgen. Bye, bye.